Hallo und herzlich willkommen zum Things Tuesday mit dem Spiel Hearthstone. Ich glaube, ihr habt heute ein paar gute Geschichten zu erzählen. Okay. Würde vom Spiel sein. Ja gut, das hatte man aber nicht vor. Wir wollen jetzt das Solo-Abenteuer weitermachen. Hab jetzt endlich wieder genug Knete. 875. In Schwarzfels normal Spiel laden. Und die vorletzte Reihe, die vierte, freikaufen. Hören, was er sagt. Oh, es sind vier Bosse. Ich glaube, dann mache ich dann die ersten zwei heute, die nächsten zwei nächste Woche. Ich glaube nicht, dass ich alle vier jetzt schaffen werde. In der Zeit, weil bei den letzten von der letzten Reihe hatten wir ja auch schon Probleme. Oder ich zumindest, ihr vielleicht nicht, aber ich. Ihr wollt in mein Haus? Gut. Feuerkralle, vernichtet dieses undankbare Gör. Ich habe, glaube ich, gar kein Deck. Ach, wusste ich doch. Mist. Ah. Meine Sammlung. Ich nehme einen Priester, weil mit dem komme ich eigentlich immer am besten voran. Ich habe ein neues. Eine neue Karte. Habe ich eine neue Karte gekriegt? Die habe ich doch schon. Na, egal. Okay, neues Deck erstellen. Priester, wählen, zack. Machen wir eigenes Deck auf. Ich gehe mal auf Heilung mäßig. Er hält zwei Lebendige an. Nein, ich besitze keinen Drachen. Den brauche ich auch nicht. Kopiert eine Karte aus dem Deck eures Gegners und erhaltet ihn auf der Hand. Okay, das ist schon mal gut. Der ist gut. Übernimmt die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit maximal zwei Angriffen. Der ist auch gut. Den brauche ich auch für den dann. Stellt fünf Leben wieder her, ist auch gut. Ja, übernehmen auf jeden Fall gut. Vernichte einen Diener mit maximal drei und mindestens fünf. Dann kommen wir nochmal zu den legendären Karten. Weil davon auch ein paar mit. Auf jeden Fall wollte ich den Zetonen mitnehmen. Zetonen. Dann brauchen wir ja die Karten alle. Die lassen wir mal weg. Oder hier eine Karte. Ach komm, ich nehme mal mit. Zeton, den lassen wir mal weg. Da ist Zeton. Ich glaube, ich habe einen übersehen. So, wir haben noch vier Karten zur Verfügung. Verringert die Kosten, das ist schon mal ganz gut.
Da ist sie dran. Jetzt habe ich noch zwei. Wenn wir eine legendäre raushauen, brauchen wir nicht. Die ist ganz nice. Die nehme ich auch immer gerne. Weil mit der kriegst du immer wieder Karten auf der Hand. Nehmen wir die. Okay. Das ist unser Deck. Womit wir jetzt, denke ich mir mal, ich hoffe es mal, den Computer besiegen. Plan, zack. Und Rainer mit dem Priester. Anduin gegen Feuerquelle. Sieh, die verderbten Eier unseres neuen Drachenschwarms. Das Licht wird den Sieg bringen. Was hat der denn da? Diese Eier werden euer Untergang sein. Ach, immer wenn ein Ei wieder belebt wird. Ist jemand verletzt? Das war's. Also wenn ein Ei ruft, kriegt der ein Leben dazu. Seid ihr mein Meister? Jetzt schlüpft das Ei. Und was kommt raus? Zurück an die Arbeit! Oh mein Gott. Ktun ist ein Schild. Also am besten jetzt keinen mehr zerstören von dir. Naja, zerstört sie ja schon selber. Na, ich hab ihn noch reinkühlen. Dann nehmen wir mal den hier. Heimlich mal. Das kann doch nicht wahr sein. Und verloren. Ich den denn so schnell kaputt? Anduin gegen Feuerquelle! Glaube ich, hänge nur an den heute erstmal fest. Die verderbten Eier unseres neuen Drachenschwarms. Das Licht wird den Sieg bringen. Diese Eier werden euer Untergang sein. Bleibt von den Eiern fern! Seid ihr mein Meister? Ich probiere.
mir die Eier wirklich liegen lassen und eigentlich immer nur ihn anzugreifen. Vielleicht schaffe ich das ja dann so. Geht's hier lang? Wir dürsten nach Rache. Zurück an die Arbeit! Nicht denn die noch mit dem Sitz. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Ach, schon wieder verloren. Braucht ein anderes Deck für. Ich habe da noch eine Idee mit dem Paladin. Und da machen wir ein Moorloch-Deck raus. Gerade da sind Moorlöcher, da noch mehr. Ich hätte ihn übersehen. Da sind noch welche. Wo sind die ganzen Moorlöcher hin? Moorlocks. Moorlockse? Moorlocks hört sich am besten an. Ich hab da noch hier einen. Einen müsst ihr noch haben. Na? Gut, zwei noch. Das war's. Nehmen wir den wieder mit. Die zwei. Das war's. Den nehmen wir diesmal nicht mit. Und dann schauen wir noch mal hier nach.
Diese Falle nehmen wir mit. Ich müsste die zum Schweigen bringen. Das hätte ich beim Priester machen müssen. Genau. Stellt das Leben von Aua auf 1. Darauf. Ich werde bringt einen Diener zum Schweigen. Ich werde aber alles zum Schweigen bringen wollen. Ich habe einen für Lene, bringt einen Diener zum Schweigen. Probiert einen Ursachsangriff. Doppelt ganz schön. Und eben auch mal. Am besten zweimal. Also würde ich zwei wegpacken. Komm, trennen wir uns von denen. Und von denen. So. Probieren wir es nochmal mit den Priester. Und hoffen, dass wir gewinnen. Gegen Feuerkralle. Ach je. Yeah. Die verderbten Eier unseres neuen Drachen. Das Licht wird den Sieg bringen. Grüße. Aus euch mache ich Rühe. Diese Eier werden euer Untergang sein. Gleich von den Eiern fern. 3. Seid ihr sofort mein Meister? Ne, dann lass mal. Werde ich den rausschmeißen? Oh ne, ich kann den nicht angreifen. Geht's hier lang? Sofort. Damen, diese Eier sind wertvoller als ihr glaubt. Hört ihr Wolle? Geht's hier lang? Er kommt! Dafür werdet ihr bezahlt! Hör gut hin! Hm.
Ach, schon wieder kaputt. Ich brauche diese Schweigekarte ganz am Anfang. Gleich nochmal die Runde probieren. Ich denke mal, jetzt haben wir ihn. Jetzt werden wir ihn kriegen. Anduin gegen Feuerkerl. Ich hatte nur halt ein bisschen Pech mit den Karten. Bringt alles zum Schweigen. Die brauchen neuen Drachenschwarms. Das Licht wird den Sieg bringen. Ja, das lassen wir alles so. Diese Eier werden euer Untergang sein. Bleibt von den Eiern fern. Grüße. Aus euch mache ich Rührei. Wir dürsten nach Rache. Zurück an die Arbeit. Hört ihr seinen Ruf? Hört gut hin! Okay. Geht aber dadurch nicht schneller. Kann trotzdem noch leben? Ich hab die doch stumm gemacht. Weil ich das, weil der noch da ist. Hm. Ist nicht. Alle Feinde zum Schweigen. Das war's. Okay, noch lebe ich. Ups, der Mann kaputt. Muss jetzt 5. Das war's. Was? Hat da noch einer? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich dachte, ich hätte gerade so einen guten Plan und da hat er zwei Karten davon auf Hand. Naja. Ich mach mal für heute Schluss. Ich werde sagen, ich werde am Dienstag weitermachen, nächste Woche, und hoffen, dass ich da den ersten Boss kaputt kriege. Den Feuerkralle. Den, die, das, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.